Guten Abend, meine Lieben, da ist es. Ich hatte es ja angekündigt. Ich habe es ein kleines bisschen anders genannt. IQ ist nichts, Unbildung alles. Macht nicht die gleichen Fehler. Ja, ich habe es gestern Abend alles soweit hochgeladen, ist alles fertig. Ja, hier ist der Klappentext, den kann ich nochmal zeigen. Hier ein Blick ins Buch, wenn man mal reinschauen möchte. Das ist der Buchdeckel. Leute, ich hatte keine Zeit mehr. Ich habe da keine großen, Sprünge gemacht. Das war mir wirklich nicht wichtig. Das ist nicht das Problem. Gucken wir uns gleich die Rückseite, den sogenannten Klappentext an. Ich lese es kurz vor, damit ihr nicht alles mitlesen müsst. Alles Übel dieser Welt hat eine Ursache. Die Unbildung. Also den Mangel an Erfahrungen und Wissen. Wer nichts weiß, muss glauben. Wer nur glaubt, muss sich auf Versprechungen verlassen, nicht auf Fakten. Denken ist die Vorstufe zum Handeln. Denken bedeutet, vorhandenes Wissen mit neuen Situationen zu kombinieren, um effektiv handeln zu können. Was aber, wenn kein Wissen vorhanden ist? Das Denken wird kaum gelingen und die nachfolgenden Handlungen sind idiotisch. Wenn die Ungebildeten die Macht übernommen haben, nennt man es Idiokratie. Und diese Gefahr wird täglich größer. Menschen geringer Bildung genießen kaum Ansehen und fühlen sich grundsätzlich schlecht. Sie schämen sich und sind trotzdem nicht bereit, sich zu bilden. Also verstecken sie sich geschickt hinter allerlei Etiketten. Ein Gleichnis. Wenn auf dem Etikett einer Flasche Weisheit steht, ist die Pulle leer. Aber leider lässt sich das nicht schnell genug erkennen, wenn man noch unerfahren darin ist. Die Unbildung marschiert. Immer sichtbarer. Aber nur, wenn man weiß, auf was man achten muss. Mit meiner Lebenserfahrung kann ich mir erlauben, vor falschen Etiketten zu warnen, um die drohende Idiokratie zu verhindern. Das vorliegende Buch hat diese Aufgabe und zeigt den Ausweg aus der derzeitigen Bildungsmisere, inklusive Handlungsanleitung. Ganz kurz dazu, ich sprach ja schon über unsere solide Schule in Celle und damit ich das nicht in den vielen Gesprächen immer wieder erzählen muss, ihr habt eine direkte Handlungsanleitung mit allem möglichen drum und dran, hinten in den letzten 10, 15 Seiten. Noch zu mir, Björn Köhler, Autor des Buches Die Schülerflüsterer, ist Ingenieur und Lehrer für Mathematik und Physik. Hier gibt er aufgrund seiner Lebenserfahrungen eine Handlungsanleitung, wie Deutschland wieder zum Land der Dichter und Denker wird. Ja, das bis dahin. Kurz mal ins Inhaltsverzeichnis. Minderwertigkeitskomplexe, darüber spreche ich. Natürlich über den langen Ausweg aus der Krise. Die Gefahren für die Denkenden oder die Taktiker der Ungebildeten, auch deren Strategie. Der Neid auf gute Leistung, Neid auf Intelligenz, auf den IQ, obwohl das Quatsch ist, da gehe ich aber im Buch drauf ein. Auf den IQ muss man nicht neidisch sein, das hat gar nichts damit zu tun, mit der Unbildung. Neid der Pfeifen in der Schule, ne? Solche Vögel, die wir früher auf dem Schulhof dann eher nicht angesehen haben, manchmal wurden sie auch von irgendjemandem verkloppt. Der Neid und die Schulkasper und die Machos, das Ansehen und die Fortpflanzung, der Wunsch nach Gewinn und die Angst vor Verlust. Aber es gibt auch ehrlichen Neid. Eine wichtige Bedingung für Neid. Nebenbei, Gleichstellung und Gleichmacherei fördern Neid. Ja, und leider wird mittlerweile die natürliche Auslese unterbunden. Ich spreche auch darüber, dass die Unfähigsten mittlerweile Lehrer werden. Warum Angstmache so wirkt. Wie man jemanden verblödet. Wie man Menschen unmündig macht. Wie man jemanden fromm macht. Klatsch, Tratsch und Reden um des Redens willen. Wahre Freunde und der Neid. Woran erkennt man wahre Freunde? Nicht einfach bloß, dass sie nicht neidisch sind. Es gibt dann Ausnahmen. Ich habe auch Ausnahmen
vorgehalten bekommen, obwohl ich in dem Buch nicht über Ausnahmen spreche. Das hat keinen Sinn. Dann würde ich ja politisch korrekt schreiben, wenn ich stets schreiben würde, außer denen, die, ja, und so weiter. Ja, mittlerweile Lehrpläne ausdünnt, was für ein jämmerliches Schreiben es mittlerweile gibt. Zeugnisse werden verklausuliert. Ja, der langsamste bestimmt mittlerweile das Tempo in Deutschland. Wie das Abitur entwertet wird, auch der Bologna-Prozess ist das Thema. Immer nur kurz, aber kleine Hinweise. Weil ich meine, diesen zweiten Teil, den habe ich genannt, daran erkennt man sie. Welche? Ja, die Ungebildeten. Na gut. Kein Ausweg fürs Erste, aber eine List. Die Juden und der IQ. Mythos, NVA-Piloten. Ich weiß, worüber ich spreche, ich war ja einer. Verbraucherschützer, Mieterschützer, Genderblödsinn, Schwule, Lesben, NGOs, andere Hilfsprojekte, die gar keine sind. Meiner Meinung nach braucht man keinen Nachunterricht. Nicht wegen der vielen Videos, die es gibt. Nein, nein. Woran erkennt man einen Veganer? Kurz gesagt, er sagt es dir. Woran erkennt man einen Loser? Und so weiter und so fort. Auf alle diese Dinge gehe ich ein. Ich denke mal, wenn es mir selber, also was gebracht hat, wird es euch auch helfen. Ja, dann, was ist zu tun? Was tun gegen die Unbildung? Dann gehe ich darauf ein, dass Pädagogik nur eine ganz kleine Sache ist. Nichts Besonderes. Und dann die vielen Privatschulen, die es schon gibt. Weil, wenn Sie eine Schule gründen wollen, dann müssen Sie auch darauf achten, dass es ja schon viele Privatschulen gibt. Und was macht uns so besonders? Das ist nicht bloß, dass die Kinder endlich was lernen. Es gibt ja auch sowas, ADHS-Schule oder die Kinder lernen im Wald oder die Kinder bestimmen, wann und was sie lernen. Anleitung zur Gründung einer soliden Schule. 153 bis 171, ja, doch sind es 18 Seiten geworden, nicht ganz. Welche Gesetze zu beachten sind, welche Klippen zu umschiffen sind, wie der Schulträger auszusehen hat, das liebe Geld, was man dafür braucht, die ersten 3 Jahre. Personalfragen, dass man keine Pfeifen einkauft als Lehrer. Finnische Lehrpläne nutzen wir. Wenn Finnland die Besten sind, nur dann können wir es denen noch nachmachen. Sich ja nicht von irgendwelchen wichtigtuerischen Eltern hineinreden lassen. Dann nochmal zur Finanzierung, was man noch machen sollte und nicht vergessen darf. Und dann zur Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir sind ja mittlerweile der Bund für Geistesfreiheit Celle. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Was das bedeutet, auch darauf gehe ich ein. Nur kurz gesagt, Gemeinden sind auch Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und naja. Gut, Leute, lasst euch überraschen. Ich habe schon mal einen Probedruck bestellt. Und ja, wenn ihr es durch habt, naja, ist ein Taschenbuch, ein größeres Taschenbuch. 171 Seiten, wird nicht allzu lange dauern. Wahrscheinlich im letzten Teil werden sich die meisten noch irgendwelche Anmerkungen machen. Ja, dann lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst es mich auch wissen. Schreibt Rezensionen. Es wird viele Rot-Grüne geben, die hier mich in der Luft zerreißen werden. Könnten. Ja, ein bisschen im Vorwort kann man auch lesen, aber nicht allzu viel. Ne? Also nach einigen Seiten ist dann vorbei. Hier, da gibt es dann Seite 12 bis 171. Ist nicht dabei, aber naja, gut. Ich bin mal gespannt. Also, das ganze Buch gibt es als normales Druckbuch und auch als Kindle-Buch. Ihr könnt also loslegen. Ihr müsst bloß den Titel suchen. IQ ist nichts, Unbildung alles. Dann findet ihr das eigentlich auch. Und dann kann man hier wechseln zwischen Kindle, sieht ein kleines bisschen vom Deckel anders aus, aber es ist das gleiche drin. Hat auch weniger Seiten, weil Kindle die irgendwie gedrängter hat. Ich habe es mir angeguckt, wie gesagt, ich habe gestern Abend nochmal, also insgesamt 9 Stunden gesessen, heute Nacht um 1 hatte ich alles hochgeladen, alles fertig. Na dann, ich freue mich auf eure Antworten, ich freue mich darauf, was ihr so dabei entnommen habt. Ich wünsche euch was Schönes. Eine schöne Zeit beim Lesen, wenn ihr es lest, wenn nicht, ich sterbe nicht dran. Also, alles Gute bis dahin, bis zum nächsten Video.